Wir haben ein neues Projekt von der Fußballschule ins Leben gerufen und das hat mit der Schule in Neuenburg vom Wald zu tun. Das Ganze nennt sich Jahn Fußballschule AG. Die Kinder bekommen hier einmal die Woche in dem Ganztagsunterricht eine Trainingseinheit. Jetzt ist Donnerstagnachmittag von 2:30 bis 3:30 immer. Wir haben uns im Bereich des Ganztags in Neuenburg vom Wald entschieden, mit dem Jahn Regensburg, mit der Fußballschule Thomas Paulus zusammen ein Talenttraining zu absolvieren. Ziel ist es, dass Kinder ihr Talent fördern. Wir wollen einfach denen den Spaß noch mehr vermitteln, die Technik erhöhen und das Talent natürlich noch mehr fördern. Kindern bringt es erstmal, dass sie anstatt das normale Pauken in der Schule einen Sport treiben. Es ist erstens mal gesund. Allein dafür ist die Sache super. Sie können soziale Kontakte knüpfen, sie können untereinander wieder andere Freunde kennenlernen. Und diese beiden Sachen, ich glaube, der Sport und die sozialen Kontakte ist so der Haupt, oder sind so die beiden hauptausschlaggebenden Punkte. Die freuen sich darauf und das ist das, was wir als Lehrer ja erreichen wollen. Wir wollen, dass die Freude haben, dass sie mit Freude in die Schule gehen. Und wenn da der Jahn eine Hilfe sein kann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Ich finde es gut, weil man da vielleicht besser im Fußball wird. Ich finde, es macht Spaß. Also mir gefällt es gut, weil man hat da viel Ausdauer und man lernt auch etwas dazu. Ich würde jeder Schule das weiterempfehlen, weil es einfach eine Chance ist, für die Schulen mit dem Verein zusammen an den Kindern etwas zu bewegen. Sowohl das Talent zu fördern, als auch die Disziplin und das soziale Lernen voranzutreiben.